Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Konkret diese Woche ganz im Zeichen vom zweiten Wahlgang zu den Zürcher Ständeratswahlen. Herzlich willkommen zur Sendung. Ja, und für einmal sollen heute jetzt nicht nur die unterschiedlichen politischen Positionen im Zentrum stehen, sondern vielmehr sollen persönliche Gedanken zu ganz unterschiedlichen Worten und Begriffen Parallelen und Unterschiede aufzeigen. Ich freue mich, lassen Sie sich auf das ein. Herzlich willkommen, die grüne Kantons- und Nationalrätin, Soziologin und Bildskontrolleurin Mariona Schlatter und der bisherige FDP-Ständerat und Unternehmer Rudi Noser. Grüezi miteinander. Grüezi. Herr Noser, vielleicht gerade zum Anfang, wie ist es eigentlich, wenn man so als kleineres Übel bezeichnet wird? Ich habe in meinem Leben immer sehr viel geleistet, guten Leistungsausweis. Ist ein Haufen Leute auf die Zehen gestanden, damit weiss ich, dass es Kritik gibt und dass ich genug Selbstbewusstsein habe und weiss, mit dem umzugehen. Frau Schlatter, Klimawahl, ein Sieg für die ökologischen Anliegen nach dem Frühling im Kanton, jetzt auch auf nationaler Ebene. Und jetzt die Stimmfreigabe von einer Partei, die Grün im Namen hat, die den Weg für sie frei gemacht hat, eigentlich, die Kandidatin zurückgezogen hat. Wie enttäuscht sind Sie? Ja, ich glaube, man hat es ein bisschen erwartet, dass das so rauskommt. Für mich, ich bin seit 8 Jahren selber Parteipräsidentin, ich weiss, dass so Entscheidungen nicht so einfach sind zu fällen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es anders rauskommt, vor allem, wenn wir jetzt das Klimajahr haben, wo das Thema also wirklich sehr wichtig ist. Und dort wäre ich sicher die Kandidatin gewesen, die Ihnen näher ist in diesem Thema. Aber jetzt ist es so, und das ist auch ein Entscheid von der Partei, was dann die Wählerinnen und Wähler machen, ist vielleicht auch etwas anderes. Gut, also so viel zu der unmittelbare Aktualität. Jetzt geht es aber um grosse Begriffe und persönliche Interpretationen. Ich gebe Ihnen jeweils ein Wort und dazu ein paar Fragen. Herr Noser, wir fangen an mit Ihnen. Zeit. Haben Sie persönlich eigentlich genug Zeit? Ja, eigentlich schon. Ich fühle mich wohl. Es gibt einfach ein Problem. Ich messe echt Zeit daran, wie viele Bücher ich gelesen habe. Und in letzter Zeit habe ich ein wenig neue Bücher gelesen. Also, was machen Sie jetzt mit dem Wissen, dass Sie eigentlich zu wenig Zeit haben? Also, das beschäftigt einem schon, wenn man älter wird. Ein Resultat von dem ist sicher, dass das mein letzter Wahlkampf wird sein. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Um nachher dann ein bisschen Zeit zu haben. Wenn mich jetzt Zürcherinnen und Zürcher würden wählen, mit 62 würde ich dann aufhören und hätte dann ein bisschen mehr Zeit. Das ist schon eine gute Idee. Wenn Sie zurückschauen, wo haben Sie, würden Sie sagen, Zeit verschwendet und wo gut genutzt? Oh, da fragt jetzt ein Optimist wie mich etwas komplett Falsches meiner Ansicht nach. Ich war eigentlich immer zufrieden gewesen, so wie es ist. Ich habe in der Firma ganz grosse Fehler gemacht und die musste korrigieren, aber die Fehler hatten alle einen Nutzen. Mit der Familie und Kind hat man sicher ab und zu ein bisschen mehr Zeit verbringen. Aber wenn ich jetzt schaue, wie die Kinder sind, die sind ja schon alle grösser und wie die mit mir umgehen und so, ist anscheinend auch nicht alles falsch gemacht worden. Also ich glaube, die Zeit, die ich hatte, war richtig und gut gewesen. Sie haben es schon ein bisschen angetönt. Ist Ihre Beziehung zur Zeit im Verlauf des Lebens eine andere geworden? Ja, also die Zeit wird behälter, das wird wertvoller. Das ist schon so. Man überlegt sich eher, was man mit der Zeit macht. Das ist ganz klar so. Das nennt man vielleicht auch Erfahrung, oder? Aber es ist so, wie älter du wirst, desto wichtiger ist die Zeit, die du hast, wo du überlegst, was du mit der machst. Und es gibt ein paar Sachen, die möchte ich auch noch machen. Ein paar Sachen möchte ich noch machen, da geben Sie mir einen Ball. Etwas können Sie uns verraten, was möchten Sie noch machen, wo Sie bis jetzt noch keine Zeit hatten dafür? Ja, das ist auch, kann man sagen, das ist nicht das Problem. Ich habe sicher ein Fernweh nach den Bergen und ein Fernweh nach der Welt. Das ist so. Also ich vermisse die Berge sehr stark. Ich merke, wie älter ich werde. Also ich bin ja dort aufgewachsen, ich vermisse dich, ich gehe gerne in die Berge, viel mehr wäre in die Berge. Und es gibt auch noch ein paar Sachen, die ich möchte sehen auf der Welt. Also der Rudi Noser wird sicher reisen? Ja, sicher. Vielleicht CO2-neutral mehr zu schauen, aber ich werde sicher reisen. Frau Schlatter, Sie haben 2 Kinder im Vorschul- und Schulalter. Wie haben die Kinder Ihre Beziehung zu der Zeit verändert? Ja, also beide Kinder sind eingeschult. Mein Sohn ist schon im Kindergarten, meine Tochter schon in der 3. Klasse.
Ich glaube, Kinder haben verändert die Beziehung zur Zeit sehr stark, weil man eigentlich Vergänglichkeit an den Kindern unmittelbar sieht. Oder? Also mit jedem Jahr, wo sie grösser werden, wird einem wie bewusst, wie die Zeit vergeht. Oder? Und in dem Sinne, ja, und was so ein bisschen auch wichtig ist im Leben, mit dieser Zeit anzufangen, die man hat, das glaube ich, hat sehr stark meine Beziehung zur Zeit und meine Wahrnehmung verändert. Neuer Begriff, Frau Schlatter, Zukunft. Das Aufgebären der Jungen, die für den Klimaschutz auf die Strasse gehen. Veränderungen, die sich nicht von heute auf morgen machen lassen. Wann und wo fängt für Sie die Zukunft an? Ja, die Zukunft fängt heute an, eigentlich. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin, ist, dass ich möchte die Zukunft mitgestalten. Und in dem Sinne ist mir der Slogan von der Grünen, eine andere Welt ist möglich, ist mir sehr, sehr nahe. Oder also ich möchte eigentlich wie die Vision von meiner Zukunft oder von einer grünen Zukunft eigentlich heute anfangen gestalten. Oder? Und von einer nachhaltigen Zukunft. Und das ist eine Hauptmotivation, warum ich überhaupt politisch mich engagiere. Die Zukunft wollen zu bestimmen, den Trieb können mitzureden. Von wo kommt der? Das ist eine schwierige Frage. Bei mir persönlich ist es sicher so, dass ich natürlich von meiner Ausbildung als Soziologin her auch sehr grosses Interesse daran mitbringe, wie Gesellschaft funktioniert, also wie das zusammen funktioniert und was für Mechanismen gesellschaftlich können Prozesse in Gang setzen, beziehungsweise was kann ein gesellschaftliches quasi System auch verändern und so. Das Grundinteresse bringe ich mit. Und da habe ich zum Beispiel auch an der Uni meine Masterarbeit auch darüber gemacht, welche Faktoren bringen die Staaten dazu, sich in Umweltthemen zu engagieren und welche nicht. Und da ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Grundidee, quasi können mit Hilfe von demokratischen Mitteln können Zukunft mitgestalten, dass die Grundidee ist dort quasi geboren und hat sich jetzt in meinem politischen Engagement umgesetzt. Wem gehört denn Zukunft? Ja, die Zukunft gehört unseren Nachkommen, die gehört unseren Kindern und unseren Kindern von ihren Kindern. Rudi Noser, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, das hört man sehr häufig, wenn man Sachen vorantreibt. Sie sind IT-Unternehmer, immer mehr präzisere Prognosen können uns unsere Zukunft schon ziemlich genau beschreiben und immer weniger dem Zufall überlassen. Gut, das ist vielleicht auch eine Illusion, weil wenn Sie ja all die Zukunftsmodelle anschauen, gibt es eigentlich kein positives Zukunftsmodell. Also wenn man will sagen, die Kinder und die Jugend haben Zukunft und man tut eigentlich mit negativen Zukunftsmodellen die Zukunft schon faktisch wegnehmen, macht man sicher nichts Positives. Also ein bisschen weniger Prognosen und ein bisschen mehr Realismus wäre vielleicht nicht schlecht. Also bleiben wir gerade beim Zufall. Wie viel Zufall lässt der Rudi Noser in seinem Leben zu? Viel. Viel. Ich glaube, meine ganze Biografie ist eine Biografie von Arbeit und Zufall. Also die Opportunitäten, Zufälle, die es gibt, wirklich nutzen, aber auch fest daran arbeiten, ist eine Kombination von dem. Und ich würde auch jedem empfehlen, wirklich auch dem Zufall eine Chance zu geben. Oder? Also nicht nur auf dem Weg sein, verbohrt und gar nicht links und rechts schauen, sondern einen Weg verfolgen, aber offen sein, was links und rechts am Strassenrand steht und das, was gut ist, dann auch wirklich annehmen zur rechten Zeit. Das ist sicher etwas, was positiv ist. Nicht wissen, was passiert. Der Zufall hat etwas Attraktives, aber den auszuhalten ist nicht immer ganz einfach. Viele haben auch Angst davor. Was würden Sie sagen, zu welcher Gruppe gehören Sie? Sicher zu denen, die keine Angst hat vor dem Zufall. Also es gibt für mich einen Spruch, den ich immer sage, oder? Wer Freiheit aufgibt für mehr Sicherheit, hat mit Sicherheit weniger Freiheit. Das ist das Einzige, was er dann sicher hat. Also ich glaube, man muss eine gewisse Freiheit und eine gewisse Unwegsamkeit zulassen, wenn man will, wirklich auch ein Leben haben. Man kann mit Chancen und mit Leistung und so wirklich bestehen. Zufall und Ungewissheit, Frau Schlatter. Wann hat es der Zufall wollen, dass Ihnen wieder erwarten, etwas gelungen ist, wo Sie so gar nicht damit gerechnet haben? Ja, in der Politik ganz häufig. Der Martin Neukomm hat einmal gesagt, Politik macht mit einem. Das trifft bei mir auch zu. Also, ich glaube, sobald man sich bereit erklärt, in das Abenteuer Politik einzusteigen, wird auch ganz viel mit einem gemacht, oder? Und da sind ganz viele Zufälle im Spiel, oder? Gibt es zum Beispiel zur gleichen Zeit am richtigen Ort eine andere Person, die in Frage kommt für ein Amt oder nicht und so weiter. Also da ist ganz viel Zufall im Spiel. Und, ich sehe es ein konkretes Beispiel? Ja. Oder ein ganz persönliches? Das ist jetzt so allgemeinpolitisch korrekt formuliert.
Ja, schauen Sie jetzt die Ständeratskandidatur an. Man kann auch das so sehen. Oder? Es ist natürlich jetzt auch eine Chance und ein Zufall für mich, dass ich als quasi die ideale Kandidatin von meiner Partei wahrgenommen worden bin. Frau bin, per Zufall, Land, per Zufall. Das sind Vorteile, die ich jetzt gehabt habe in der internen Ausmarchung in der Partei. Und ich habe es da ein bisschen ähnlich wie der Rudi Noser. Ich glaube auch, man muss das wirklich zulassen, dass es auch das Leben manchmal mit einem ein bisschen macht und die Zufälle auch spielen. Und auch wenn man unmittelbar vielleicht nicht gerade sieht, was der Vorteil ist an einem Zufall oder an einer Situation, im Nachhinein ist es ja häufig so, dass man dann auch Gutes daraus lesen kann. Wechseln wir den Begriff Wahrheit. Sie kommt nicht immer ganz schön verpackt daher. Wie viel Wahrheit verträgt die Politik? Ja, Politik verträgt ganz viel Wahrheit. Das ist sehr ein starkes Wort. Und ich glaube, Wahrheit ist wie so ein bisschen eine Basis von unserer Politik, dass sie überhaupt miteinander funktioniert. Natürlich sage ich jetzt nicht am Herrn Rudi Noser immer ins Gesicht, was ich jetzt gerade im Moment gerade von seiner Aussage denke. Das hat aber, das sind wie so ein bisschen unsere sozialen Zusammenspiele und wie höflich man etwas sagt oder wie man sich gerade verhält in einer Situation, ist wie so etwas anderes. Aber die Wahrheit, also die grundlegende Wahrheit von dem, was man denkt und dem, was man äußert, ich finde, das ist wie die Grundlage, dass man zu dieser Wahrheit auch steht und das mitträgt in seine politischen Positionen. Wie viel Bauchgefühl lehnen Sie zu? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Im Moment versuche ich nicht so viel Bauchgefühl zuzulassen. Also man muss da auch immer ein bisschen schauen, in welcher Situation man sich befindet. Und manchmal fühlt man sich sicherer und es fällt einem einfacher und man kann sehr intuitiv sein. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist ein bisschen unter Druck und ist weniger intuitiv. Ich finde, es braucht so ein bisschen Gleichgewicht. Wenn man sich ganz fest zurücknimmt, fühlt man sich nicht wohl. Aber natürlich ist es auch gut, dass man sich ein bisschen kontrolliert. In dem, was man sagt und in dem, ja, wie man auftritt. Wenn man von Wahrheit redet, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, kommt man ums Lügen nicht herum. Wann haben Sie zuletzt gelogen, Frau Schlatter? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil also Lügen, das ist jetzt auch wieder ein sehr starkes Wort. Und so zwischenwissentlich Lügen und etwas sagen, was man vielleicht so nicht mehr ganz genau im Kopf hatte, ist ein riesiger Unterschied. So wissentlich gelogen kann ich mich nicht erinnern. Es ist aber natürlich so, dass in der Argumentation manchmal Aussagen fallen, die dann außerhalb des Kontexts vielleicht nicht ganz korrekt waren. Ich glaube, da ist kein Politiker, keine Politikerin davon gefeit, dass das mal passiert. Das ist aber weit entfernt von Lügen. Wenn wir bei dieser Frage sind, das ist natürlich eine Frage, die sich anbietet. Mögen Sie sich erinnern, wenn Sie das letzte gelogen haben, Herr Knose? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe einfach eine ganz kleine Geschichte, die lange vorbei ist, dann darf ich es jetzt hier am Tisch sagen. Mir ist mal ein Mitarbeiter gekommen und dem ist es schlecht gegangen. Und nach zwei, drei Tagen, als ich gesehen habe, dem geht es schlecht, habe ich den gestellt und gesagt, du komm mal zu mir ins Büro, können wir mal darüber reden, das war ein guter Freund. Und dann hat er gesagt, er hat Krach daheim mit seiner Frau. Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? Und dann sagte er, ja, sie hätten sich nicht kennen, einig über das Sackgeld. Und dann wäre die Wahrheit, wer sich in die Laut rausgelacht. Oder wie ich das lustig fand. Also, zuerst lustig fand, warum tönt sie sich nicht einig über das? Es scheint mir nicht ein Problem zu sein. Oder? Und dann habe ich für mich gedacht, die Wahrheit nützt dem nichts. Ich muss ihn ernst nehmen und habe dann einfach gesagt, los. Ich habe dann einen Vorschlag gemacht, tu doch mal die Rolle tauschen und mach es umgekehrt, dass du ihm oder sie ihr sagt, wie viel es denn darf haben. Und dann ist er sehr begeistert und ist eingegangen und hat sich eine Woche später geeinigt und hat ihm etwas genützt. Aber die Wahrheit wäre gewesen, gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Tönt euch doch zusammenreissen und einigen euch. Das heisst, es gibt Wahrheit, die ich selber in mir drin habe,
wo du aber nicht immer kannst sagen, das haben sie vorher auch sehr gut gesagt im Gespräch, weil es einfach sozial nicht geht, oder? Wo du nicht kannst sagen, aber wegen dem hast du noch lange nicht gelogen. Nein, weil die Leute mit zum Beispiel mit meiner Wahrheit vielleicht gar nicht können umgehen, oder? Die Wahrheit ist ja nicht so ein absoluter Begriff, oder? Also wenn sie irgendwo in einem Bergtal vor 100 Jahren aufgewachsen sind, haben sie einen anderen Wahrheitsbegriff gehabt, als wenn sie mitten in einer Stadt aufwachsen und ganz anders sehen, oder? Die Wahrheit ist ja auch etwas, das du mit der ganzen Biografie und dem Leben mitnimmst. Und meine Mutter hat andere Wahrheiten geglaubt als ich, zum Beispiel. Ich glaube, das ist irgendwie natürlich. Und ich glaube, da musst du einen Austausch hinkriegen, dass du auch ein Verständnis hinkriegst, oder, von den Leuten. Jetzt in dem Fall haben sie natürlich eher ein gutes Gewissen gehabt, in dem sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Normalerweise tut man ja, wenn man schwindelt oder lügt, hat man ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist so. Und ich habe da eine unheimlich gute Lebensversicherung, weil ich habe ein Gesicht, das sofort zeigt, ob ich die Wahrheit oder lüge. Das hat gar keine Chance. Also es ist ganz schwierig. Kann nicht lügen. Also ich bin sicher kein guter Schauspieler in diesen Sachen. Also ich bin gut, wenn ich überzeugt bin von dem, was ich mache. Ich bin ganz schlecht, wenn ich etwas vertreten muss, wo ich selber nicht daran glaube. Und darum, glaube ich, ist mir relativ gut gefeit gegen das. Die Kinder merken das auch sofort, oder? Ob ich irgendetwas erzähle oder ob ich eben das erzähle, was ich wirklich daran glaube. Haben Sie ein gutes Gewissen oder ein schlechtes Gewissen? Ja, wissen Sie, also mit einem guten Gewissen ist ein ganz einfach. Ein gutes Gewissen ist oftmals einfach ein schlechtes Gedächtnis. Von dem her sehe ich ein sensationelles gutes Gewissen. Ich weiss sehr vieles nicht mehr, was ich in der Vergangenheit mal gemacht habe. Das tut mich sehr gut schützen vor dem. Ich glaube, ich lebe im Hier und Jetzt und ich versuche hier und jetzt eine gute Sache zu machen. Und ich überlege mir nicht, ob ich vor 30 Jahren irgendetwas falsch oder richtig gemacht habe. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie schwindeln oder lügen oder eben so, ich sage jetzt mal, müssen einen Rank machen, aus welchem Grund jetzt auch immer? Gibt das ein schlechtes Gewissen? Oder raubt es den Schlaf sogar? So weit lasse ich es schon nicht kommen. Also ich finde immer, ich muss ja mir am Abend noch in den Spiegel schauen können. Oder? Und da, so weit lasse ich es nicht kommen, dass ich irgendwie, mich selber in eine Situation manövriere, wo ich mich unwohl fühle mit mir selber. Also das finde ich ist auch ganz wichtig, sonst ist man auch nicht mehr glaubwürdig als Politikerin oder als Politiker. Und man hat ja schon auch, also unsere grösste Hypothek, wenn man so will, oder nicht Hypothek, das Gegenteil, eigentlich ist das Vertrauen, das die Leute einem haben. Und mit dem darf man einfach nicht leichtfertig umgehen. Also man muss wirklich schauen, was natürlich vorkommt ist schon, oder, dass man vielleicht nicht in jedem Fall alle Argumente bringt, die eine Meinung oder einen Entscheid beeinflussen könnten. Und dann, dass es dann halt im Nachhinein das Gefühl hat, ja okay, jetzt hätte man vielleicht das müssen expliziter auf den Tisch legen oder nicht. Aber häufig ist es ja auch so, dass man das gar nicht so bewusst macht, sondern dass man erst im Nachhinein denkt, oh, das ist jetzt vielleicht, hätte ich das sollen mehr betonen oder nicht. Und dann gibt es so, dass man sich nochmal die Gedanken macht. Aber so wie Cola, dass man bewusst etwas verschwiegt, was einem nachher unwohl ist, da tue ich mich auch davor schützen. Und wenn Sie nachher können sagen, wenn Sie eigentlich einen Grund haben, jetzt eben, ich habe vielleicht etwas vergessen oder man hat etwas aus dem Kontext genommen, das ist dann ein Grund für Sie, wo Sie es nachher können, sagen Sie mal, können stehen lassen oder verändert das dann gleich die Sichtweise? Für mich selber, ich meine, es gibt immer wieder Situationen, wo man das Gefühl hat, in einer Diskussion sind nicht alle Argumente gleich gewogen worden oder man hat das nicht gleich geführt und dann muss man mit sich selber schauen. Findet man es wichtig, dass man den Beitrag noch leistet, dass die Entscheidung vielleicht kann beeinflusst werden oder nicht. Aber schlussendlich, ich glaube, das ist der politische Alltag. Man hat nicht immer alles zuvorderst, man hat nicht alles immer im Kopf. Man tut sich auch an den Gruppen orientieren, wo man sich bewegt, mit den Argumenten auch miteinander und so etwas entwickeln. Und ja, da ist es immer so, dass gewisse Argumente kommen und andere halt nicht. Und das Lügen bringt eigentlich gar nichts, oder? Weil wenn man da jetzt irgendetwas falsch sagt, dann kommt man ja sofort relativ 10 Mails über, wo man relativ klar sagen, los, das und das ist falsch gewesen. Es gibt ja einen von unseren Mitkollegen, der den CO2-Ausstoß von der Schweiz falsch bezeichnet hat. Und das ist dann relativ schnell korrigiert worden von der Öffentlichkeit. Das geht ja eigentlich nicht. Aber was natürlich geht, aber das ist eigentlich nicht Lügen. Das ist natürlich, man kann natürlich eine Wahrheit überspitzt darstellen, oder?
Also man sagt, also ich mache jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt aktuell mache, oder? Wir haben den grössten Pro-Kopf-Klimafonds im CO2-Gesetz, was es gibt. Oder? Und da hat der Tagesanzeiger recherchiert und das BAFU hat mitgeteilt, sie sagen, dass wir überprüfen. Sie haben noch nicht das Gegenteil gefunden, aber sie haben einen Beleg, dass es so ist. Oder? Und solange ist das eine Wahrheit, oder? Weil es ist noch nicht gerechnet, dass ein anderes Land einen grösseren pro Kopf hat. Sollte es ein anderes Land haben, darf ich dann das nicht mehr sagen. Aber solange das nicht klar ist, darf ich das als Bild so bringen. Oder? Ich glaube, solche Sachen müssen möglich sein, dass man Sachen und wenn dann der Beleg da ist, hat der Rudi Rosen dann gelogen? Dann würde ich das selbst jederzeit dann korrigieren, wenn das so kommt. Kommt ja dann irgendwann auch. Also irgendwann wird das auch ein Land schliessen. Vielleicht nach uns oder vor uns. Aber mit unserem Zweikammer-System ist es noch schwierig zu sagen, wann haben sie wir beschlossen. Also das ist ja dann einfach etwas, was dann zu streiten ist. Wie ist es? Sie haben vorhin den politischen Diskurs auch angetönt, auch Gruppen, wo man sich dann gerade drin bewegt. Wie ist es? Alles kann man ja nicht wissen, was der andere sagt, ob das jetzt genau stimmt oder nicht. Wie schwer oder wie leicht fällt es Ihnen, jemandem etwas auch einfach zu glauben, wenn Sie es selber nicht genau wissen? Ich glaube schon, dass eine Politik lehrt, recht kritisch umzugehen mit Informationen, weil wir halt meistens die Absender von diesen Informationen nicht ganz unabhängig sind. Also sechs, sie sind in einer anderen Partei oder sie sind irgendwo von einem Verband oder wo auch immer. Darum lernt man, glaube ich, schon mit der Zeit so mit Vorsicht die Informationen und Fakten quasi zu geniessen, die man überkommt. Einfach so im Hinterkopf, ich fehlt da etwas oder das ist nicht das Gesamtbild oder so. Aber das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die einem sehr zu gut kommt, dass man immer so ein bisschen mit Vorsicht und auch die Sachen vergleicht und die Informationen abwägt, die man überkommt. Und im Alltag, losgelöst von der Politik, glauben Sie mehr oder wissen Sie mehr? Sie stellen schwierige Fragen. Ja, ich bin, glaube ich, grundsätzlich schon eher der Typ, der viel glaubt. Auch im menschlichen Umgang. Ich bin jemand, der sehr schnell einfach die Informationen so annimmt, die von Menschen kommen. Das ist vielleicht, ja. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel überhaupt nicht nachtragend ist. Das hängt mich auch ein bisschen mit dem zusammen. Also, es ist wirklich so etwas, ich nehme immer jemanden gerade so. Ich glaube eigentlich wie so als Guten im Menschen und das grundsätzlich der Mensch. Ja, dass man nicht das Interesse hat, einen mit falschen Informationen voll quasi zu beliefern. Oder? Also von dem her bin ich wahrscheinlich schon eher der Glaubentyp, wenn Sie das so kategorisieren wollen. Wir machen einen Gump, Rudi Noser, Freiheit. Sie haben es vorher schon mal angetönt im Zusammenhang mit Sicherheit. Sie betonen immer, ich bin ein Liberaler. Ist der Rudi Noser auch ein freier Mensch? Ja, ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, dass man sich möglichst viel Freiheitsgrad belässt, würde ich jedem Zürcher und Zürcherin sagen. Man muss also wirklich sich ganz viel Freiheitsgrad kennen, erarbeiten und schauen. Das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Wichtiges für mich. Wie viel Gerechtigkeit braucht Freiheit? Auch Gerechtigkeit ist wieder so ein anderer gefährlicher Satz, wo man muss aufpassen muss. Ein Haufen Zeug ist ja mit der Gerechtigkeit wieder in der Politik am Laufmeter falsch argumentiert. Das ist ja ein ganz schwieriges Wort. Also aktuell sieht man sehr gut, was die New York Times schreibt. Oder? Die Schweiz ist das Land mit der gerechtesten Einkommensverteilung. Oder? Und wenn ich den ganzen Wahlkampf anschaue, und die USA und all die anderen, sind wir anscheinend vom Teufel oder, in diesem Land. Hingegen auch international gesehen, sagt die New York Times, das sei das gerechteste Land. Aber es ist natürlich immer, die haben einen Parameter, oder? Und aufgrund von dem Parameter haben sie jetzt das angeschaut. Und vermutlich stimmt es aufgrund von dem Parameter. Jetzt kennen sie durch zwei, drei andere Parameter nicht. Und dann kommen sie auf ein anderes Bild. Ich glaube, in der Politik werde ich immer misstrauisch, wenn man das Wort Gerechtigkeit ins Maul nimmt. Weil es ist immer meine Gerechtigkeit gemeint. Es ist nie im anderen Sinne gemeint. Also es kommt immer auf Sichtweise drauf an. Ja. Bedeutet, alle Möglichkeiten, die die digitalen Medien heute bieten, die neuen Gadgets auch bieten, ein Gewinn an Freiheit oder ein Verlust? Das hängt natürlich von der Person ab, die die nutzt. Also all die Dinge haben auch einen Ausschalter. Oder? Man kann die alles ausschalten. Und wenn sie einen nie ausschalten, ist es vermutlich ein Freiheitsverlust. Wie viel mal schaltet sie das Handy aus?
Also ich persönlich viel, also wenn wir nicht einfach alle am Abend das Handy eingeschaltet haben. Ich habe es auch bis am Morgen dann ausgeschaltet. Das interessiert mich eigentlich nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Es ist ja einmalig, man kann sich ja jederzeit einschalten, es ist wieder online. Oder? Es gibt gar keinen Grund, dauernd online zu sein. Man kann ja jederzeit sich wieder aufsynchronisieren. Also gibt es gar keinen Grund, das zu machen. Haben Sie das müssen lernen aus schlechter Erfahrung, weil Sie quasi vereinnahmt worden sind? Oder ja, haben Sie von Anfang an das so gehabt? Ja, ich habe ja mein erstes Handy irgendwie anfangs von den 90er Jahren gehabt. Das war damals noch so ein grosses Ding gewesen, oder? Da ist man noch stolz, dass wir den Rest dann können hinstellen, oder? Das war so die Zeit, in der das ein Statussymbol war. Und heute ist eigentlich ein Statussymbol, ohne Handy rumzulaufen, wenn man ehrlich ist. Oder? Dass man sagt, ich kann mir es leisten, mal eben in den Ausgang zu gehen oder einen schönen Tag mit meiner Partnerin zu verbringen und einfach das Handy zu Hause zu lassen. Dann wären wir wieder am Anfang, das wertvollste Gut, die Zeit. Ja, das denke ich schon. Und Bestimmungshoheit über die Zeit. Frau Schlatter, wie viel Freiheit, sagen Sie, gibt uns unsere direkte Demokratie? Sehr viel Freiheit. Also, es ist eigentlich ein unglaublich höchstes Gut, dass jede Person in der Schweiz die Möglichkeit hat, mitzubestimmen, wie unser Land funktionieren soll. Und das wird massiv unterschätzt. Also, ich glaube wirklich, ganz viele Leute haben das Gefühl, es macht sowieso keinen Unterschied, wenn sie sich engagieren. Aber ich glaube, wir alle, die Politikerinnen und Politiker sind, wir wissen, dass es schnell geht, bis man sehr, sehr wesentlich kann mitbestimmen kann. Und Freiheit ist sicher auch eine Basis von unserer Demokratie, dass sie funktioniert, dass die Leute überhaupt das Gefühl haben, sie sind frei, um ihre Meinung zu äußern und um sich zu engagieren überhaupt. Dass man heute, dass ich kann auch heute als linke Politikerin auf dem Land habe ich kein Problem. Oder? Wenn ich durchs Dorf durchlaufe, ich fühle mich sicher und ich fühle mich frei, mein Engagement auszuüben. Wie wichtig ist es, wenn wir jetzt gerade noch mal bei den digitalen Medien sind, wo ja eine ganz neue Welt noch dazu aufmacht, in dem ganzen Prozess die Sprache, die man braucht, die Wörter, die man braucht. Welche Rolle spielen die in dem ganzen Prozess? Ja, Sie sprechen ja jetzt wie zwei Sachen an. Also die Art von dem, wie man miteinander umgeht, was für Wörter man wählt im Umgang miteinander. Und das andere ist, wie das Ganze online sich quasi entwickelt. Oder? Und dort ist halt schon so, man merkt natürlich schon, dass die Sprache sich verrohen tut. Also vor allem online halt. Und das ist wirklich etwas, wo ich glaube, jetzt in diesem Wahljahr sich ganz, ganz fest gezeigt hat, dass das wie eine andere Tonalität und eine andere Sprache findet in dem digitalen Online-Bereich. Ja, also das würden Sie sagen, das nutzt man natürlich als Politiker auch ganz bewusst. Also es gibt die, die eine halbe Stunde reden und eigentlich nichts sagen. Und dann gibt es die, die ganz bewusst mit der Sprache spielen und quasi fast bis an den Skandal hergehen. Und beides vertreibt eine Demokratie wie unsere. Also ich finde schon, dass es eine Grundhöflichkeit braucht im Umgang miteinander. Also wir sind ja schon, ich glaube, das ist wieder der Kitt von unserer Gesellschaft und Gemeinschaft, ist eben, dass man miteinander an den Tisch sitzen kann, einander zuhören, sich nicht immer ins Wort hineinfallen, sonst ist es gar nicht möglich, irgendwelche Lösungen und Kompromisse zu entwickeln. Und das finde ich schon, so ein grundgepflegter Umgang miteinander auf Augenhöhe in der Politik ist ganz wichtig. Und ohne das werden wir einfach die Lösungen auch nicht hinbringen, die wir brauchen. Wie viel Polarisierung, Rudinoser und Gegensätze ist für eine Demokratie gut? Und wie viel Mitte braucht es? Also für die Schweizer Demokratie ist Polarisierung nicht gut. Da bin ich felsenfest überzeugt. Weil Polarisierung kommt immer mit der Diffamierung zusammen. Oder? Also da sind die gut und dort sind die schlechten. Und man tut die schlechten auch mit den richtigen Adjektiven sehen. Aber wir sind ja in einem ehrenamtlichen System. Oder? Warum soll jetzt irgendeine Bürgerin oder Bürger so ein Amt anstreben, wenn nach im Amt diffamiert wird? Ich glaube, das funktioniert nicht. Unser System funktioniert so, dass man sagt, man tut im Dienst des Bürgers tut man sich in ein Mandat, in ein Amt wählen und tut eine gewisse Zeit das eigentlich machen. Und dann hört man wieder auf und gibt das am nächsten. Das ist zu unserem. Und das bedingt einen gewissen also bin ich voll wie einen gewissen anständigen Umgang mit den Leuten, die das machen. Und die machen vielleicht mal einen Fehler, aber auch im Fehlerinnen haben sie dann ein Recht auf Anstand. Gut, also in unsere Demokratie gehört eine Streitkultur, gehört ein Dialog mit unterschiedlichen Meinungen.
Wie weit dürfen wir dann sprachlich gehen? Das sieht man von uns, glaube ich. Wir haben fundamental streiten über Themen, ohne dass man sich gegenseitig persönlich diffamieren muss. Das ist gar nicht nötig. Oder? Man kann Meinung A haben, Meinung B haben und Meinung A wird nicht besser, indem man das B persönlich angreift. Wird überhaupt nicht besser. Sondern man sollte auch wirklich den Mut haben, zu sagen, man streitet über die Sache. Und da soll man hart sein, darf es auch mal Ellenbogen brauchen. Oder? Gar kein Problem in der Sache. Aber ich glaube, im Respekt von der Person gegenüber sollte man auch wissen, okay, alle, die am Tisch sitzen, haben einen gewissen Respekt verdient und haben auch eine Anständigkeit verdient, weil alle haben das Bemühen, ihren Teil einzubringen für irgendeine Lösung. Und ich glaube, das muss man irgendwo schon auch wirklich, das müssen wir wieder mehr vorkehren. Da bin ich überzeugt, wir sind dazu da, um Lösungen zu schaffen und nicht um Leute zu informieren. Gut, wir sind am Schluss von unserer Sendung. Gleiche Frage an euch beide, Rudi Noser. Wie haben Sie das Gefühl, sieht man sie von aussen? Oh, keine Ahnung. Ich hoffe einigermaßen engagiert und anständig. Aber ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, das ist eine Frage, die ich mir eigentlich nicht stelle. Ich mache einfach das, was ich kann. Und ich bin so, wie ich bin und ich hoffe, dass die Leute mit dem umgehen können. Aber ich habe mir noch nie überlegt, wie ich nach außen wirke, außer wenn es um Krawatten geht. Frau Schlatter, gleiche Frage auch Sie. Wie haben Sie das Gefühl, von außen wahrgenommen zu werden? Mhm. Ja, ich habe jetzt ein bisschen länger Zeit gehabt, um überlegen, mit Herrn Noser zu antworten. Aber bin zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Am Anfang von so einem Wahlkampf, wo man weiss, dass man im Mittelpunkt steht, tut man sich auch überlegen, wie möchte man wahrgenommen werden mit den Fotos, die man macht und so weiter und so fort. Und ich finde, es zeigt sich so im Lauf, dass es vor allem wichtig ist, dass man authentisch bleibt. Also, dass man sich selber auch irgendwie bleibt und auch als das wahrgenommen wird, wo man wirklich ist. Und das kann man wie gar nicht so bewusst steuern. Also, das ist wie etwas, wo man vielleicht kann dazu beitragen kann, dass man sich nicht ganz verbeugt, dass man nicht irgendwie völlig anders rumläuft wie die letzten 10 Jahre. Aber sonst ist das wie das Wichtigste, sich selber bleiben und authentisch sein. Und das ist Ihnen so weit gelungen? Ich habe das Gefühl, es ist mir recht gut gelungen. Ich glaube, das Bild, das ich vermitteln kann, das ist eigentlich schon ein bisschen das, was ich auch bin und wo ich im Herzen trage und wo mich die Leute auch dafür wählen. Danke vielmals, Marionna Schlatter und Rudi Noser, für den Besuch bei uns in der Sendung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, so viel also zum Ständeratsduell um den zweiten Sitz im Zürcher Ständerat. Diskutiert haben Marionna Schlatter von den Grünen und Rudi Noser von der FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den jüngsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung und auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch